Grüße, leg das Gott. Heute ist der 7. April. Ja, wir haben gerade sehr über Wasser zu den Händen noch. Und ja, wir haben am Samstag letzte auch noch Gesteinsmehl auf den Kraftlager gestreut in Myanmar mit dem Salzstreuer. Das ist die Schaugenauigkeit, ist noch nicht so die beste, aber für das Größte eigentlich. Und ja, man sieht ja auch, es liegt jetzt ein bisschen Schnee, ist auch kalt. Hat auch nachts minus 3. Ja, hätte jetzt nicht gebraucht, aber gut, kann ich machen. Und Gerst hatte ich mit meiner Mutter bei den 4 Wasser aufgefüllt und jetzt halt heute bei den Hinnen. Und ja. Jetzt hat leckeres Gott. Heute ist der 11. April. Ja. Wir haben heute unsere Rettler rausgelaufen, die große. Ja, und ihr habt ja letztes Mal gezeigt, wie bei den zu den Händen Wasser noch zu haben. Und jetzt hätte man ja nicht mehr gezeigt, weil mir die Woche bei meiner Schwester, die hat das Dach aufgemacht, oder das Dach. Die machen den neuen Dach drauf und deswegen habe ich mir da auch noch geholfen. Deswegen war auf dem Hof nicht allzu viel, aber ich habe mir auch noch was auf dem Hof geschafft. Zum Beispiel, ich habe Gerst, gerade bei den 4 oben. Das ist ja auch so eine kleine Wiese, da kommt man mit einem großen Schlepper eigentlich nicht rein. Also auch in der Wiese regnet. Und dann haben wir noch oben an dem Acker, wo man letztes Mal gesehen hat beim Gillevierer. Auf dem Fruchtacker, da sieht man die kleine Wiese, die kommt man mit der großen Wiese arbeiten, mit der großen Wiese egal nein, weil die fast schmal ist. Und dann mal eine kleine Wiese, da kommt man mit der großen Wiese egal nein, die habe ich mit dem Januar gemacht. Da habe ich nämlich auch eine kleine Wiese egal. Das ist Stieder. Das ist so Eigenbau. Also das Gestelle. So. Und die Wiese egal, die ist noch von früher. Die hat man früher vorne, also hinter ein Schlepper, das noch so nah hängt. Und dann so hinterher gezogen, also ohne Hydraulik, aber ins Zug rein und noch hinterher gefahren. Da war da vorne an den Kettele noch eine Gestelle drin. Das haben wir aber auf die Seite da und ist da so eingehängt. Und wir haben die Stange da hinten abgeflext, sie wurde da hinten und kürzer gemacht. Ja, einfach löschen haben wir das gemacht. Dass man das einfach für eine kleine Wiese nehmen kann. Und gerade bei den 4 oben. Das ist eigentlich nicht viel, aber es ist schon geschickt. Gerade bei den 4 da mit dem Mist. Da war auch, da wo die Heuraufe nicht mehr gestanden ist, da ist auch ein bisschen manchmal ja Heu rausgekagelt. Und wenn es so nass war, war es nämlich so. War ein bisschen matschig. Und da haben wir das auch ein bisschen verzogen. Gut, wie es gegangen ist. Man kann vielleicht von Hand ein bisschen was machen, aber muss ich mal noch gucken. Und die haben wir letztes Jahr auch genommen zum Kartoffeln. Abziehen die Dämm, dass wir was wir gezeigt haben, aber dass man das noch abgezogen hat, dass man da das auch ein bisschen bekämpft somit. Deswegen sind auch die Dinger da drin. Da kann man die nach hinten rausfahren und die Stangen reinhängen. Dann hängt die da. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe im Januar, wenn ich das nicht gezeigt habe, das Radio, meine Halterung, habe ich das Holz gemacht, die war ein bisschen hin. Moment, so da hinten. Das, Moment. So, das da, das war da oben gefatzt. Und jetzt habe ich die Blechlein reingemacht. Und dass das auch wieder passt. Und dass wir auch noch gemacht haben. Ich habe ein bisschen Holz gesägt, Eubritsch. Also, ich habe mit meinem Vater die Woche, ich glaube auch, und wir haben dann auch schon 2 Britsche oder 3 auch gesägt im Januar. Wieder Holzsäge, Kreissäge und nie auch noch alleine noch eine. Ne, 2 eher noch alleine, aber ja. Und ja, sonst. Ich habe letzte Woche, Samstag, habe ich mit dem Janmar und mit dem Salzstreuer noch Gesteinsmehl auf unseren Kartoffelacker gestreut. Mit dem Janmar, weil es nicht viel ist, und mit dem Salzstreuer, weil wir sind jetzt den Streuer einfach dahin.
sieht man jetzt nicht mehr viel. Es ist so ein bisschen rötliches Mehl, sieht es aus. Sieht man jetzt aber so gut wie nichts mehr. Das ist der Kartoffellager. Den ich ja auch einmal abgelegt. Das sieht jetzt so aus, sieht nur die Spuren. Na, vom Streibild war das jetzt so sauber, aber das ist ja jetzt so wichtig, weil wir das auch noch hin, das sehen wir nicht. Hat mein Vater mal von was ich denn schon gekauft und dann haben wir das halt letztes Jahr auch noch gemacht, dass es eigentlich praktisch voll wegkommt. Wir haben jetzt da auch wieder so gemacht und ja, jetzt können wir dann nochmal neu egen, nur fräsen beides und dann kommen wir Kartoffeln auch rein. Aber wie man ja bei euch Wasser zu denen auf haben auch gesehen hat, oder was ich gesagt habe, es war ja ziemlich kalt, hat da auch Minusgrade gehabt nachts. Und die Kartoffeln, die können zwar, wenn sie im Boden sind und nicht rausgekommen sind, können die ein bisschen Frost ab. Aber sobald die rauskommen und die Frost abkriegen, wachsen sie nicht mehr. Also schon noch, aber dann wachsen sie nicht mehr so gut, weil sie auch einen Deckel gekriegt haben, wie beim Gras auch. Und deswegen sind die jetzt noch im Sack, gekriegt haben wir sie, aber wie gesagt, noch nicht raus tun. Und ich habe am Freitag, war es glaube ich, die restliche Wiese auch voll von irgendeinem Sami. Da kann man jetzt auch diese Egg eigentlich abhängen, aber noch nicht zu weit, wenn man die eventuell dieses Jahr noch braucht. Das sehen wir auch noch, wenn man die noch einmal nimmt. Wie gesagt, wir haben den Steier jetzt auf 24 gestellt, weil schon wenig ausgegangen ist. Aber wie gesagt, das war jetzt mal zum Probieren. Ja. Sonst war es das eigentlich erstmal so. Jetzt nächste Woche bringe ich jetzt wieder ein bisschen, also Schnee hat es ja auch gehabt noch am Anfang von der Woche. Nächste Woche bringe ich jetzt wieder ein bisschen Frost. Zwei oder drei Tage. Und dann würde ich eigentlich mal noch gerne Mist führen. Wenn wir unser Sommerfuß haben wir noch sehen. Also Hafer, Erbsen und Sommerweizen. Muss man noch sehen. Und nach Mais auch noch, aber auf Mais sind wir nur Mist rufieren. Und das sehen wir alles noch. Wie gesagt, auch wenn wir eigentlich nächste Woche machen. Und Striegel hat mein Vater ja auch noch. Aber das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Und ja, alles dann. Ade.